Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. So what can I do? I really value you, my lord. To me, friend is just like a sport. Anything high, it's all good. Let me jump in and sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Zurückhaltung ist nicht sein Ding. Da ist der Fabian Rohr mit I'm Too Sexy. Ja, du kannst nicht einfach die Show stoppen von allein. Welcher Löhl hat mir das Mikrofon so hergegangen? Ah, sind immer die anderen schuld. Komm, dann müssen wir schnell richten. Hey, ehrlich. Gott, Fettdeckel, was da in Zürich los ist. Gut, Heilige können wir für das hast du jetzt 2 Stunden gewartet. Siehst du jetzt? Das waren sie in die Hose gegangen. Du hast gut gerettet. Man sieht, du bist ein Profi. Wirklich? Komm jetzt. Nein, also komm jetzt. Steh noch nicht. Das ist jetzt nicht dein Part. Wir müssen jetzt wirklich auch am Joel die Bühne so quasi klar machen. Also, es geht weiter. Lip-Sync-König ist er noch nicht. Dafür 30 Sekunden schon mal am Prinz Joel von Mutzenbecher mit «Alles nur geklaut». Wer hat dir das erlaubt? Er möchte heute den Sieg feiern. Und das ist seine letzte Chance aufs grosse Finale. Fabian Rohr. Wahnsinn! Von dir keine Spur. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?
Joel, können Hey, Sesh? Nichts, es ist alles gut. Ich habe mir das mit dir in meinen schlimmsten Träumen so vorgestellt. Nein, du bist ein Guter. Aber ja, das höre ich viel. Nein, du bist ein Guter. Man hat ja immer eine Meinung über jemanden und die war nicht schlecht über dich. Nein, nein, ist gut. Du, darf ich dich fragen? Ja. Darf ich die Perücke jetzt wieder abziehen? Mach was du willst. Schade. Ich habe es gut gefunden. Top-Leistung von euch beiden, wirklich. Ihr habt alles gegeben. Ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Aber jetzt liegt es natürlich an Ihnen. Ja, liebes Publikum, Sie entscheiden... Sie entscheiden... Hat Sie jetzt einfach nicht mal aus? Das funktioniert meistens halt, gell? Ich bringe eine Moderatorin durcheinander. Durcheinander bin ich noch nicht. Geht nicht mehr lang. Also, willst du jetzt wissen, ob du weiterkommst oder nicht? Los, dann mach mal. Also, liebes Publikum da im Saal, Sie wissen, was Sie zu tun haben, wenn Sie finden, der Fabien Rohr soll im Final nochmal seine Hüfte schwingen, dann klatschen Sie jetzt! Wenn Sie aber finden, nein, am Joel Mutzenbecher, seine Dance Moves, die sind der Burner gewesen und seine Lippen hat er natürlich auch noch perfekt dazu bewegt. Er soll im Finale um den Titel vom König kämpfen, dann klatschen Sie jetzt für den Joel! Zieh dich nochmal aus. Nein, sie hat wieder einen Barometer. Achtung. Also komm. Ja, vor allem bei dir traue ich mich gar nicht, den Barometer einzusetzen. Spürst du ihn? Nein, einfach langsam ein bisschen Schiss. Maja, wärst du ready? Hast du etwas rausgehört? Also, wer mehr Applaus gehabt? Ja. Ja, das habe ich schon gehört, aber das wäre jetzt parteiisch. Also, ich weiss nicht. Also, du hast es nicht konkret gehört, Maja. Nein, nicht ganz. Nein. Also, eben. Dann bitte ich Sie jetzt nochmal wirklich einmal zu klatschen und bei dem, wo Sie weiter wollen, sehen, wirklich alles zu geben. Okay? Klatschen Sie jetzt für den Fabien Rohrer! Und wer ist für den Joel von Mutzenbecher? Also, ich hoffe, du gibst mir grünes Licht. Ich traue mich ja schon fast nicht mehr zu sagen, wenn wir wissen, dass der Joel von Mutzenbecher im Finale